Ganz kurz. Nein, ich weiß, ich wollte was machen, aber ich mach's zuerst. Warte, ich wollte gerade was nachmachen für die Leute. Bekannte Filmszenen. Du musst duschen. Ja, genau. Und jetzt Schnitt auf den Abfluss. Was ist da für Musik? The Quarry, eindeutig. Ja, du musst hier spontan sein. Zack. Go with the flow. Ja. Wenn man es nicht gut findet, einfach machen. Ja. Aber ja. Erstmal machen, läuft doch eh schon. Genau. Kannst ja nicht verhindern. Wenn man es nicht gut findet, einfach machen. So wie The Crowy, ne? So ist alles bei uns entstanden. Ja, an dieser Stelle vielleicht schon mal ein erstes Dankeschön da draußen. Ich freue mich sehr über diese rege Beteiligung unter den Videos, beziehungsweise die Community, die sich jetzt auf die, sag ich mal, Spielreihe von uns eingeschossen hat, die ist sehr. Sehr dankbar und ja, ich bin ein bisschen überrascht fast schon. Und genießt es und bringt es auch zum Ausdruck. Und das ist, fühlt sich so ein kleines, so ein bisschen familiär an, finde ich. Schön, dass du es nochmal erwähnst. Du machst es halt richtig, ne? Du nimmst die Community, du holst sie direkt rein, du machst das einfach. Naja, gut, wir haben ja beim letzten Mal wieder zur Debatte gestellt, was gewählt werden soll, welche Tarotkarte wir wählen sollen. Das heißt, wir müssen drauf eingehen. Also, aber wenn man schon dann halt, wie gesagt, drauf eingeht und dann das so liest, so finde ich, ist es nochmal ein Bonus on top. Also finde ich auch. Ist auch schön, weil das Spiel ja mittlerweile schon ein paar Wochen hinter sich hat und wir haben es ja auch schon mal auf dem Sender gehabt. Das heißt, die Leute, die jetzt da sind, die sind wirklich auch interessiert an dieser Story, die durch uns entwickelt wird, sozusagen. Eben. Und auch nochmal, ich sag mal, ja, der Kritikpunkt ist vielleicht schon berechtigt, weil du es ja halt in der anderen Edition oder beziehungsweise in diesem anderen Format schon gespielt hast, dumm und blutig. Und was Spoiler angeht, also ich fand mich bislang jetzt nicht unbedingt groß durch dich gespoilert, beziehungsweise glaube ich halt auch, dass dein Siebhirn halt schon echt eine Menge durchlässt. Ja. Weil die Dachluke bei mir ist offen. Sperrangelweit offen. Und deswegen, also ich fühle mich dadurch nicht so gestört. Ich hoffe, euch geht es halt auch so. Oder beziehungsweise ihr könnt es auch irgendwie ausblenden, weil bislang ist es ja eigentlich schon eine echt alternative Route, die wir genommen haben. Absolut. Jetzt muss ich nur sagen, die Leute. Also bei der Dachluke gebe ich zu, hätte ich mich dran erinnern müssen. Aber ich habe de facto mich wirklich dran erinnert, was ja super ist für diesen Stream. Aber bei anderen Entscheidungen, ich kann mich halt immer nur erinnern, dass wir, also auch wenn jetzt welche kommen, und ich erinnere mich dann an die Diskussion, was ist dümmer, was könnte passieren, wenn wir das wählen, was da, welcher Weg, ne? Aber ich weiß das dann nicht mehr, was genau wir gewählt haben, ne? Mit welchem Ergebnis. Also ich erwarte nicht, dass ich dir irgendwas spoilern kann, außer vielleicht die Hintergründe könnte ich dir ein bisschen spoilern, aber ganz im Ernst, nichts davon ist jetzt so mega der Twist oder mega überraschend, ne? Also es ist schon das, was du denkst, auch was du kriegst du auch. Also wie gesagt, ich lasse mich. Ich meine nur, ich kann dir eigentlich jetzt nicht den großen Twist spoilern. Es gibt, glaube ich, keinen. Bislang war es wenig Spoilermon. Ja. Ich will ja auch nicht. Ist ja nicht so, als ob ich mich darüber freue, aber manchmal flutscht einem das raus, so, ne? Eine Sache noch, wir starten gleich. Eine Sache noch, ein paar Leute haben noch mal darum gebeten, dass wir ruhig sind in den Dialogen. Unser Problem ist natürlich, wir wissen ja nicht, wann, wie lange Dialoge sind. Und dann, du willst was sagen und dann wartest du 3 Minuten, dann ist es zu spät. Deswegen, wir hauen halt manchmal einfach Sachen rein. Wir werden aber jetzt versuchen, heute noch mal mehr versuchen, als sonst, wirklich den Flow nicht zu stören, aber hier ist die ganze Zeit irgendein Film. So, du musst irgendwo dazwischen quatschen. So, das würde ich nur gerne noch sagen. Okay. Gut. Wir machen weiter. Auf jeden Fall. Ich nehme das Ding. Willst du anfangen? Ja. Ich fange mal an. Wir haben ja heute mehrere Sessions. Fängst mal an. Gut, ich fange mal an. Du, übrigens können wir jetzt theoretisch den Filmmodus aktivieren, den du letztes Mal machen wolltest. Nee, den 80er-Filter. Den Filter. VHS-Filter oder so. Wo war das? Weil wir hatten nämlich letztes Mal einen anderen Rechner und der war auch schwach auf der Brust. Deswegen ging dieser Filter irgendwie nicht und hat geruckelt. Uns wurde mehrfach gesagt, dass wir das doch mal noch mal ausprobieren sollen. 80er Horror, ne? Genau. Zack. Hammer. Wir werden den aber auch noch mal umschalten. Wir haben ja noch mehr. So, Bilder. Weiter. Singleplayer. Da sind Kapitel 6. Ein bisschen mehr als die Hälfte schon. Zack. So. Und ich habe. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber wir müssen, wenn es jetzt ruckelt, müssen wir weiter drauf achten. Aber eigentlich müsste es jetzt laufen. Sieht gut aus. Ja, da sind wir wieder. Nur du und ich. Und er. Sie hin? Ja, ne? Die schielt permanent. Wieso betrachten wir nicht nochmal? Die denkt, der Kameramann ist die Kamera. Ja, okay. Genau, wir hatten euch gefragt. Hast du mal reingeguckt, was so die Waage aussagt? Auge um Auge. Ja, habe ich.
Okay, nicht machst du gleich. Nicht wörtlich, sondern oft im Sinne von Taten und Konsequenzen. Alles muss im Gleichgewicht sein und wir alle müssen dafür sorgen, dass die Waage nicht kippt. Der Mond, wie passend. Gerade heute Nacht. Nutze deine Furcht und Anspannung und verwandle sie in Intuition. Gehe geschickt vor und plane voraus. List rettet dir vielleicht das Leben. Nun sag mir, wünschst du einen tieferen Einblick in eine der möglichen Zukünfte? Ja, wir wollen auf jeden Fall mehr sehen, doch. Ja, genau. Nur dann können wir auswählen. Ist dir mal aufgefallen, dass die in so einer Art Dreieck sitzt? Jetzt aus. Die Hintergründe schieben sich so zusammen. Okay. Ich frage mal, was das für ein Raum sein soll. Also, ich habe keine absolute Hochrechnung oder keine absolute exakte Hochrechnung. Ja, aber das ist so gut zusammengefasst. Aber wie gesagt, ich habe auch jetzt nochmal wieder drauf geachtet und für mein Empfinden war tatsächlich der Mond oder Moon, haben viele gesagt, also haben mehr gesagt als eben Gerechtigkeit. Ja, aber was ist auch schon, die Gerechtigkeit ist so diffus. Der Mond ist da und du weißt, was er macht. Ja, und aber vor Gerechtigkeit, allem, auf der Mondkarte sind halt auch Wölfe drauf. Ich meine, wer weiß, ne? Also, kann man eigentlich nichts falsch machen. Ja. Deswegen, wir nehmen jetzt einfach mal mit der gefühlten Mehrheitsentscheidung von euch der Mond. Okay, jetzt ganz genau gucken. Ah, die Einäugige. Emma? Oh. Der hat was in den Hals geschickt, Spritze, ne? Spritze in den Hals oder irgendwas, ja. Wie? Abgeschlossen, eingesperrt. Okay. Okay. Dann los mit dir. Hopp, hopp. Einer hat's schon erwischt. Ist das nicht furchtbar aufregend? Aber wen hat es denn erwischt eigentlich? Wir haben doch zweimal jetzt schon gerettet. Das heißt, wir haben jemanden Dritten vergessen. Ne? Du weißt nämlich auch gerade nicht, wer. Also, naja. Was war mit euch los? Wo wart ihr die ganzen Ferien? Wir waren hier. Die Nacht vorher. Das war unser Fehler. Ach ja, aus dem... Aus dem Prolog. Aus dem Prolog, genau. Das Paar. Oh, dürfen wir die jetzt nochmal spielen? Exakt, jetzt gibt's nämlich einen kleinen Flashback. Legitim. Oh, das ist sie. Da hat sie noch zwei Augen. Also in der Vision, das war sie, ne? Ach so, in der Vision, du meinst, was wir bei der Wahrsagerin, ja, ich glaube schon. Ja, der Buddy, ne? Max! Hey. Komm her. Komm schon. Mit dir. Verdammt, mach schon. Ui. Verdammte Kids. Ach, das war der Polizist, ja klar. Der so viel Informationen hat und so beharrlich irgendwie. Muss ja eigentlich Plan haben, ne? Also man kann sagen, was man will, aber er hat uns echt gewarnt, ne? Er hat wirklich gehofft, dass wir einfach auf ihn hören. Ja, aber das ist der Bruder von Sam Raimi, ne? Also, was willst du machen? Ja. Also, dem sollte man eigentlich wirklich was nicht vertrauen. Ist denn Max? Sei still. Sie kann nicht. Sei still! Das hier ist deine Vernehmung. Ich frag, du antwortest. Name. Also, ich wäre ja jetzt schon mal zu sagen, leck mich. Das wäre für mich auf jeden Fall in dem Moment auch
die einzige mögliche Antwort. Entgegenkommend ist halt schon sehr. Es ist schon sehr unterwürfig. Weil du hast ja nichts gemacht. Ja, du hast nichts gemacht, aber wir haben jetzt eben schon gesehen, dass wahrscheinlich unser Typ komplett zersplittert worden ist, ne? Also. Es war eine Menge Blut an der Wand. Ja. Aber es war auch ein komisches Geräusch dabei. Genau. Also, ich meine, was hat er gemacht, dass der andere instant explodiert, sag ich mal? Das kann ja eigentlich. Könnte einen kleinen Mann in seinem Penis gehabt haben, der niesen musste. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass sowas wirklich existiert. Also, hast du The Boys Staffel 3 noch nicht gesehen? Doch. Auch die Folge schon. Ja. Ich habe noch nicht dran gedacht. Gerade ich habe die Folge zweimal gesehen, weil sie so geil war. Ja. Ich habe sie direkt im Anschluss noch nie gemacht. Einfach nochmal geguckt. Ja. Und habe das Gelaber überspult. Und wirklich eine Action. Alter, The Boys ist so gut. Okay, ich äußere mal eine Vermutung. Ja. Wir können ihn entweder halt so einschleimen, uns bei ihm, ne? Ja, wenn wir total nett sind. Wir können ja immer noch später assi werden. Ja, aber wir können auch direkt Konfrontation und ehrlich sein. Beides. Okay, pass auf. Ist ein guter Punkt. Bin ich dafür. Ist halt überdacht, ne? So ein bisschen mit. Ja. Wir sollen ja auch listen. Wir sollen einfach ausplanen. Laura Kearney. Mit wem bist du unterwegs? Und wie steht ihr zueinander? Max Brinley. Er ist mein Freund. Wohin wolltet ihr gestern? Zum Hackett's Quarry Summer Camp. Das wissen Sie doch. Was ist mit Max passiert? Nein. Ich frag, du antwortest. So läuft das hier. Dieselbe Diskussion. Ja. Beides ist völlig gerechtfertigt. Aber wir gehen jetzt einfach noch mal den Weg ein bisschen weiter, oder? Ja, wenn wir jetzt uns entschieden haben, ein bisschen uns, ne? Wir brauchen ja ein bisschen das Vertrauen des Polizisten. Was wollen Sie wissen? Gut. Warum wolltet ihr zu Hackett's Quarry? Och, Alter. Max und ich sind dort Betreuer. Ach, Bullshit. Die Betreuer kommen erst heute. Wie gesagt, wir kamen eben zu früh an. Wir wollten einfach schon zum Camp. Warum nicht ins Motel, wie ich sagte? Ja, wir waren doch deutlich näher am Camp und... Und du bist ein fucking Creep. Der Name, ne? North Kill. Ja, es ist das, dieselbe Geschichte wieder. Wie konfrontativ wollen wir mit ihm reden? Je länger wir drüber nachdenken, muss man ja dann sagen, okay, wir wissen nicht, was mit Max ist. Lass uns die Emotionen versuchen, so erstmal unter der Decke zu halten. Und man muss ja jetzt auch mal zugeben, ne? Er hat ja jetzt schon wieder nochmal diesen Ansatz oder diesen. Er hat jetzt schon wieder das Hotel erwähnt oder das Motel erwähnt, ja. Und war schon wieder darauf bedacht, dass die beiden irgendwie weg von dem Camp sind. Also er hat schon wieder so eine Art Anzeichen gegeben dafür, dass er eigentlich wollte, dass die in Sicherheit sind. Ja, also er ist... Also das wissen wir. Er ist unfreundlich und er sagt nicht viel, aber eigentlich die Aktionen zeigen, dass er eigentlich eher unser Wohl wollte. Genau. Was übrigens cool gewesen wäre, kurzer Einwurf, wenn du am Anfang des Spiels die Wahl hättest und wenn du zum Hotel gehst, startet ein ganz anderes Horrorspiel. Also weißt du, ein bisschen und dann kommen andere Brüder von ihm und irgendwas ist so. Also das wäre ganz geil. So ein geiles, so hier, wie hieß der damals mit John Cusack? Identität. Ja. Identity, stimmt, in dem Hotelgebäude. Genau. Das war cool, der hat mir gefallen. Okay, aber jetzt müssen wir wieder zurückkommen. Stutzig oder genervt? Ey, ich würde halt stutzig machen, weil wir haben jetzt den Weg eingeschlagen, warum wir uns jetzt kaputt machen. Ja. Okay, Sheriff. Hackett. Was? Hackett wie Chris Hackett? Darum geht's jetzt nicht. Was zum Teufel ist hier los, Mann? Du hast keine Ahnung, was hier los ist. Nicht die geringste. Ihr steckt in erstklassiger kosmischer Wir bringen uns jetzt um Super-Premium-Scheiße. Der einzige Ausweg? Halt deine Fantastisch. Mund, was ich dir sage. Verstehst du das? Fantastisch. Aber das würde ich gerne nochmal hören. Ja, komm, jetzt würde ich dann natürlich auch flehen. Ja, ich finde es auch plausibel. Mich anzuschüchtern und mir endlich verraten, was los ist. Lebt Max denn noch? Ich verliere noch den Verstand!
Das kann ja nur schief gehen, ne? Wir werden jetzt nicht den besiegen. Nee, ich glaube auch nicht. Er ist in einer deutlich besseren Position als wir. Aber es ist schon gemein, so eine Frage dann mit so einem Zeitfenster, sodass du im Zweifel vielleicht so programmiert einfach drückst, ne? Schon. Ah, guck mal, er lebt doch noch. Aber er ist nackt, seine Klamotten sind scheinbar explodiert. Hey, Arschloch! Sagen Sie uns endlich, was hier vor sich geht! Max! Haben Sie gehört? Ich muss sagen, die haben eine ganz schön hohe Payroll gehabt für die Besetzung da. Ich find's aber auch cool, weil, also den Bruder von Sam Raimi einfach nur auch durch diese Horror-Connection so einzubauen, ich freue mich. Da hat jemand irgendwie das Genre verstanden. Ja, Lance Henriksen noch dazu, ne? Alles okay? Ja. Ich bin noch leicht benommen, aber sonst geht es mir gut, glaube ich. Stimmt, er hat gar keine Verletzung, ne? Laura? Ja, wollte ich gerade fragen. Aber das Blut, ja? Frag doch mal, was. Warum bin ich nackt? Ja. Was? Erst werden wir angegriffen. Dann wache ich in eine Gefängniszelle auf, du bist weg und dann tauchst du wieder auf und ich bin völlig nackt, überall ist Blut und anderes Zeug. Ich meine, was ist nur passiert? Ja, ne? Wir wissen es halt auch nicht. Was haben wir denn gesehen? Eigentlich weiß ich nichts. Ja, also warum sollen wir jetzt auch irgendwie... Warum sollten wir jetzt... Wir haben ja gesehen, wie er da reingeschleppt wird. Und wir haben gesehen, wir haben die Geräusche ja zumindest gehört. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob der Winkel auch wirklich ihr Winkel war, aber wir haben auch das Blut an die Wand spritzen sehen. Also, warum sollten wir jetzt misstrauisch sein? Ja, ich verstehe auch nicht ganz, wo das jetzt herkommt und wo es hin soll, wenn man jetzt misstrauisch ist. Ich hatte gehofft, du wüsstest, was passiert ist. Ich erinnere mich nur an Fetzen, aber nichts davon ergibt Sinn. Ich auch. Ich fühle mich so benommen. Vielleicht haben die uns betäubt. Die Cops? Wie kommst du drauf? Für wen hält dieser Kerl sich? Für den Sheriff von North Kill, schätze ich. North Kill? Das kannst du echt. Ja. So kann doch kein Max. Ort heißen. Was? Hast du mal auf die Karte geschaut? Hackett's Quarry in North Kill, so heißt das. Ach. Es kommt noch besser. Der Name auf seiner Marke ist... Anziehen. Was ist denn das? Damit gewinne ich garantiert keinen Preis bei der Fashion Weeks. So viel ist sicher. Hab ich euch erlaubt zu reden? Und schon wieder. Weil er auch so ein Arsch ist. Man ist wirklich immer versucht, ihm einfach eine Schelle zu geben. Aber wir sind in der Zelle. Ja, gehen wir den Weg weiter. Ich würde ihn echt mal weitergehen. Okay. Ich meine, weil... Es kostet uns ja nichts, außer ein bisschen Ego. Stolz. Hey, wo ist meine echte Freundin? Shit. Oh, waren wir sonst immer ein bisschen cocky, oder? Ja, aber die Autorität. Damit hat der Cop nicht gerechnet. Siehst du? Okay, jetzt haben wir ihn langsam eingelullt. Ich glaube nämlich, wir kriegen langsam sein Vertrauen. Ja. Die Hände her. Na, mach. Ach, dafür ist dieses Loch. Ja, irgendwie total logisch, ne? Muss den ja irgendwie, kannst du ihn ja nicht durch die Zellen. Ja, aber das ist so. Irgendjemand hat's mal falsch gemacht und dann haben sie gesagt, wir brauchen ein Loch. Gehen wir. Ich gehe nirgendwo hin, befragen Sie mich hier. Komm schon. Hey! Hände weg, Mann! Na los! Komm! Besser. Hey! Hör auf jetzt! Oder gar nichts. Du kannst auch gar nichts machen, ne? Laura. Was haben Sie hier angetan? Sei still. Okay. Machen wir an dieser Stelle eine kleine Unterbrechung? Laura, danke. Gleich, ja. Hier gibt es bestimmt irgendwas Nützliches. Wenn du gut genug suchst, findest du vielleicht irgendwo Werbung. Oh.
Ja, wir gehen jetzt kurz in die Werbung, nur ein kurzer Spot. Aber dann sind wir gleich wieder da und durchsuchen die Zelle. Weiß nicht, was wir da finden. So viel kann da nicht sein, würde ich behaupten. Glaube ich auch nicht. Das riecht aber lecker. Ja, das ist mein neues Chili-Rezept. Mit Tomaten, Mais und... Doch nicht etwa Bohnen. Ach Quatsch, das ist Chili Sin Bohne, denn Bohnen sind zum Abonnieren da. Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Danke. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Gibt es wirklich Chili ohne Bohnen? Also das wäre dann ja ich nur Chili und alles andere. Ja, ja, ich kenne nur Chili Sin Carne. Ja. Aber in meinem Chili ist so viel drin, dass man wirklich die Bohnen rauslassen könnte und es wäre immer noch eine gemütliche Pampe, die auch wirklich nicht anders schmeckt als wahrscheinlich. Also ich bin ja offen für Chili Sin Bohne. Gucken wir mal. Vielleicht essentiell. So. Alle, die Bock haben, ich habe mal, wir haben ja diese Kochshow mal gehabt. Nerds on Her- Nerds on Herds, war das der Name? Ich weiß, oder Beans on Rice. Wir hatten mehrere Titel. Da mache ich ein ganz tolles Chili. Mit, und das fülle ich in Paprikas. Richtig Aufwand. Ich ahne, dass bei dir das Chili. Guck mal, kann man sich hier pennen legen? Okay, komm. Gehen wir erstmal hier vorne. Ja, oh, da steht doch irgendwas, ne? An der Wand. Wo? Da, da irgendwas, da siehst ach, du. Da, das stimmt, ja, ja. Das kann man wahrscheinlich lesen. Ich wette, du kannst es jetzt einfach lesen, mit dem, wenn du da hingehst. As the. Ach so. Ja, ja. Der, also wenn du. Genau. Weht der Wind in Northkill immer rauer, weint die Hexe im Wald vor Trauer. Allein stirbt die Beute der wölfischen Meute und der Sheriff liegt stets auf der Lauer. Also ist auf jeden Fall jemand, der auch schon mal der, ne, ähnliche Situation durchgemacht hat wie wir, würde ich sagen. Ja, und ein Hals auf dem Sheriff. Was ja, ist aber das? Das ist in der Zelle eigentlich nicht verwunderlich. Dass da der Sheriff nicht sehr populär ist. Aber er Sheriff kann es jederzeit lesen. Ja, ne? Dem, das zeigt auch, dass ihm egal ist. Ich brauche so eine Art Hebel. Wenn das jetzt im Live-Chat wäre, also im Livestream. Ja. Hebel! 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 So, sie brauchen eine Art Hebel. Wo könnten wir einen Hebel finden? Oh! Wir haben eine Karte gefunden. Ey, weil du nämlich in alle Ecken gehst. Aber wir haben sie nicht eingesammelt. Ne? Ich weiß nicht, hast du gerade so dieses Auflöse? Ich hab dieses A gemacht. Hat sich so aufgelöst, die Karte? Okay, dann will ich nicht. Ja, das ist doch wahrscheinlich ein guter Hebel. Könnte gehen. Es ist eigentlich also, nur am Anfang schwer, ja, diese Karten zu finden. Später kommt man schon immer wieder mal über eine. Aber... Die Karte haben wir jetzt gefunden, oder? Ich meine, die wurde uns angezeigt. Ja, aber du musst schon noch drücken. Aber ich, ja, vielleicht hast du es auch richtig gemacht. Aber du war, das, der, das nächste Bild war so schnell da. So schnell gedrückt. Okay, wir haben jetzt also ein kleines Versteck. Na ja, gut, wir haben ein Loch gefunden. Oder ein Loch. Ach, das ist ein Löffel. Aber warum gerade dieser Löffel da ist, frage ich mich aber auch. Wahrscheinlich von dem, der an die Wand gekratzt bitte hat. Bitte, ich hoffe, ich habe die Karte gefunden. Ey. Naja, das Leben geht weiter. Außer für ihn wahrscheinlich. Ja doch, sein Leben würde jetzt erstmal hält sich weitergehen. Achtung, Mann, ich bin empfindlich. Kleiner Freak. Das ist ein komischer Dialog. Hey, sobald wir hier rauskommen, bist du dran, du Dreckskerl. Na, das war jetzt aber ohne Abfrage vorher. Ja. Sobald ihr rauskommt. Na, war klar, dass das kommt, ne? Na, aber jetzt würde ich... Beides ist eigentlich wirklich okay. Naja, aber jetzt war sie ja schon so aggro. Also... Ja, aber ich will, dass er denkt, dass er leichtes Spiel mit uns hat. Okay, dann... Oder? Ja, also, halt, halt! Wir beantworten alles. Sie können uns aber nicht ohne Erklärung einsperren und erwarten, dass wir bestens gelaunt sind. Das ist gut, okay? Das war eine gute Antwort. Handeln wir das aus. Du kannst nicht mit mir verhandeln. Oh, okay, bitte. Ab jetzt hasse ich ihn auch. Bitte! Das war ein guter Versuch, hey, finde ich. Sie können uns nicht hier lassen! Hey! Außer Spesen nichts gewesen. Gut, dann würde ich sagen,
Kurswechsel. Fuck! Ja. Verdammter Scheißwichser. Mal abwarten, was jetzt passiert. Was wir noch machen können vielleicht. Ich meine, ich glaube nicht, wenn er auf Schleimerei nicht funktioniert. Ich glaube nicht, dass der auf Agro-Tunes dann besser anspringt, um ehrlich zu sein. Ja gut, jetzt reden wir ja miteinander. Das ist ja wieder was anderes jetzt. Alles okay? Ist nur der Fuß. Halb so schlimm. Ich meinte das Verhör gerade. Oh. Ja. Niemand schafft Max. Versuchen viele, schafft niemand. Ich meine es ernst, Max. Er hat viele Fragen gestellt. Einige äußerst spezifische Fragen über uns und wohin wir wollten, wie ich mich heute Morgen gefühlt habe und ich weiß nicht. Meine Antworten haben ihm wohl nicht gefallen. Er fragte, wie du dich fühlst? Ja. Hat er dich nicht gefragt? Nein. Hm. Frech. Frech. Ist kein Gentleman der alten Schule, würde ich sagen. Ja. Mit den Schuhen aufs Bett. Und sie ist immer noch voll blutig, ne? Das ist ja auch eklig. Hast du sein Namensschild gesehen? Heißt er etwa nicht Detective Pisswichser? Nein, Hackett. Ich mag den Sheriff Team. Hackett. Vielleicht ein Verwandter von Chris Hackett? Oh mein Gott, nicht der Chris Hackett. Doch. Wer ist der Chris Hackett? Dieser Campleiter Mr. Hackett von Hackett's Quarry. Klingelt's da? Er ist nicht der Allerhellste. Ja. Oh Mann. Letzte Nacht fühlt sich surreal an. Und was heißt das für uns genau? Was sagt uns das? Meinst du, es ist so ein irrer Camp-Betreuer-Entführungsring? Das. Ich meine. Was? Ich finde den super. Ja, genauso würde ich irgendwie auch reagieren. So, hä? Was? Ja. Also Moment, ein Plan steckt dahinter, ist natürlich schon sehr, also weiß nicht, ob man das einfach so sagen kann. Er wirkt nicht wie ein Kidnapper. Ja, wirkt er denn wie ein Kidnapper? Nee, oder? Irgendwie. Naja, schon. Ich meine, er hat uns in den Zellen gesperrt, ist unfreundlich, stellt in Frage, ob wir jemals da rauskommen. Aber wir wollten nicht ins Motel gehen. Stimmt auch wieder. Nee, du hast einen Punkt. Du hast einen Punkt. Also misstrauisch könnte auch wunderbar passen. Ne? Ich meine, wir sind ja, die haben ja was vor, scheinbar. Sonst wären wir nicht da im Knast ohne Anschuldigung. Das ist schon recht. Aber er wirkt auf mich halt auch. Egal, ist ja mein zweiter, dritter Durchgang oder so, aber auch, er hat mich wirklich nicht wie ein Kidnapper gemirkt. Weil er wirkt halt weird, ne? Wie so ein schlechter, wie so ein stummer, arroganter Cop, der sich so aufgeilt an seiner Macht. Aber guck mal, er wirkt weird, sagst du selbst. Ja. Also ist man doch eher misstrauisch. Ja, schon recht, mach das ruhig. Wie eine Art Falle, ein Trick. Ich weiß nicht. Chris Hackett und Sheriff Hackett, das ist doch niemals reiner Zufall. Okay. Das stimmt aber, Sie müssen verwandt sein. Und was beweist das? Sie wussten, wir kommen. Da kommen wieder die Vorurteile der Großumstände. Ja. Um so ein Kidnapping, Erpressungs... Verschwörungsding. Er hat doch gesagt, du steckst im kosmischen Super-Premium-Shit. Er hat's eigentlich ziemlich deutlich gesagt. Ich will uns einfach nur hier rausbringen. Und dafür muss ich kapieren, was hier eigentlich gespielt wird. Verdammt nochmal. The Quarry. Ich weiß nicht, was, wenn wir es nicht verstehen? Was? Wir müssen. Manchmal gibt es halt keinen Sinn. Was dann? Wir sitzen im Nirgendwo hinter Gittern, bis wir verrotten. Ihr wart jetzt einen Tag da. Also man muss ja nicht gleich die... Okay. Als gnadenloser Optimist. So weit wird's nicht kommen, Max. Er immer kann positiv uns nicht bleiben. Ewig festhalten. Er scheint das anders zu sehen. Du musst positiv denken, niemals aufgeben. Warum? Wir könnten realistisch sein. Nein, verdammt! Man up! Denk doch an den Rest des Sommers, Max. Und Uni.
Ich meine, ich will Tierärztin werden, seit ich denken kann. Das lasse ich mir nicht von diesem verdammten Pisser nehmen. Wir sind bald draußen. Ich studiere Tiermedizin und du... wirst dann... Ja, was? Auch was finden. Ich weiß von dem Brief, Max. Worüber redest du? Das Absageschreiben der Uni. Es lag bei deinem Zeug. Was wolltest du an meiner Tasche? Warum hast du mir nichts gesagt? Stimmt, wir waren ja neugierig. Du hast ja geschnüffelt. Ich hab mich geschämt. Immer schön schnüffeln. Aber dein Abschluss ist gut und dann erst dein Essay. Ja, anscheinend nicht gut genug. Fuck! Wir hatten doch Pläne. Was soll das? Ich weiß nicht. Was soll ich dazu sagen? Na, offensichtlich kann er nichts dafür. Na jetzt, genau jetzt. Also kannst du nicht sarkastisch sein. Damit ist die ganze Beziehung vorbei. Dann hilft der dir nicht mehr. Max, das ist voll scheiße. Hey, es gibt aber Schlimmeres diesen Sommer. Tut mir leid. Hat er recht. Ich hätte es sagen sollen. Wir sind noch nicht mal am Ende. Du weißt, du kannst mit mir über alles reden, ja? Ja. Ja, ich weiß. Jetzt gehen wir mal zur Tarotkarte. Okay, lass uns einfach gucken, dass wir hier rauskommen. Toll, bin dabei. Gut. Wir müssen alles nochmal durchgehen von vorne. Letzte Spirit. Seit wir losgefahren sind? Seit wir dem Cop begegnet sind. Also nach dem Unfall mit dem... was immer das auch war. Ja, genau. Ja, da wurde der Scheiß hier voll schräg. Der Typ reagierte super schräg, als wir von der Sache erzählten. Erinnerst du dich? Als hätte er es schon gewusst oder so. Ja. Ja, das war richtig komisch. Was, wenn er gar kein echter Cop ist? Er hat Dreck am Stecken, aber... ich glaube, er ist echt ein Cop. Das ist eine Polizeiwache. Sicher, ja, aber... sonst ist hier keiner in Sicht. Ja, das ist verdächtig. Und dann auch noch dieses Hackett-Hackett-Ding. Gehen wir davon aus, dass sie beide drinstecken. Okay. Also wir sollten Chris Hackett hier am Camp treffen. Aber da ist kein Mensch. Wir werden attackiert. Von einem Ding. Und dann taucht der Cop auf. Das ist alles verschwommen. Ich weiß noch von der Treppe und dem Geruch von nassem Fell und einem Halsband mit dem Namen Ian drauf. Ian? Ian. Ich glaube nicht an eine Hundeattacke. Was immer es war groß. Groß wie ein Mensch. Ja, es hat dich wirklich ordentlich erwischt. Eigentlich müsstest du sehr viel schlimmer dran sein. Ich hab das Ding seine Zähne in dich reinrammen sehen. Was ich seltsam finde ist, Laura, ich hab nicht einen Kratzer. Was? Hey, okay, andere Frage. Erinnere dich mal. Vor diesem Chaos. Deinem Chaos. Schön, ja. Davor habe ich doch gesagt... wow, sieh dir den Mond an. Riesig, so cool, richtig Vollmond mitten im Wald. Und du meintest dann so, ja, kein Scheiß, Max, das passiert einmal im Monat. Ja, und? Ja, also... nicht einmal im Jahr. Ja, Vollmond? Werde ich nie vergessen. Ja? Was, wenn... okay, nein, stopp. Ich meine ja nur, vielleicht... war es ja sowas wie... also ein Werwolf? Drehst du jetzt... vollständig am Rad? Schön. Echt jetzt? Komm mal klar. Das war schön. Was ist so lustig? Ich habe wirklich exakt dasselbe gesagt. Okay. Und wird es auch noch besser? Zombies? Aliens? Dimensions-Draculas? Ihm würde ich voll gerne mal halt die Fresse sagen. Aber ich meine, naja, es ist halt, wir wollen ja mehr von der Geschichte hören. Oder? Ja. Ja? Ja? Du willst Fakten? Ich hab Fakten. Unterbrich mich nochmal und ich bin weg. Das war die richtige Antwort.
Und dem fehlt immer noch die Hand, ich hatte das vergessen. Die haben wir doch... Du bist denn wirklich so verrückt nach all dem Scheiß, den wir durchhaben mit Nick, mit den Dingen auf dem Dach. Also, das würde doch einiges erklären. Dylan. Ich versuche nur offen zu bleiben, okay? Was ist mit deinen Geisterstories? Ist doch fast wie in deinen Geisterstories. Das sind nur Gruselstories. Es muss eine rationale Erklärung geben für alles hier. Für das alles. Okay, du warst aber nicht so rational, als du meine Hand von meinem Körper abgetrennt hast. Du wolltest das. Wirst du gebissen, bleibt nicht viel Zeit. Trenn schnell das Glied von deinem Leib. Was? Es war das Richtige. Ah. Du kennst sogar ein Gedicht darüber. Dann muss es ja stimmen. Hier geht's um viel mehr, als ihr denkt. Lasst mich erzählen, dann könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr mir glaubt oder nicht, mir egal. Aber ihr sollt alles wissen. Ich finde es auch interessant, dass sie Tierärztin werden will. Ja, passt natürlich jetzt. Passt ganz gut, ne? Vor allem die für Zeit den... danach zog sich. Der ja, Kopf versorgte uns und ließ uns duschen. Abseits davon war er kaum zu sehen. Max und ich redeten echt viel. Darüber, was in jener Nacht wohl passiert war. Die wildesten Verschwörungstheorien. Dabei ging's um den Kopf, das Camp, den Unfall, den Wald, dieses Ding im Keller. Was mit Max passiert war. Wir kauten das alles immer und immer wieder durch. Und nichts davon ergab Sinn. Wir wussten nur, dass wir von dort verschwinden mussten. Muss ich mal sagen, erzählerisch finde ich das jetzt eigentlich ganz nice. Ja. Ein schöner Break auch. Also ich meine, du hast jetzt halt, ne? Ich halte das nicht mehr aus. Ich find's nicht schlecht. Wahrscheinlich derselbe Fraß wie im Camp. Nein, ich halte es hier drin nicht mehr aus. Oh. Ja, das ist ziemlich krass. Wir müssen was machen. Wir müssen endlich raus hier mit einem Plan. Das sagst du dauernd. Seit Wochen, also... Naja, gib laut, wenn du einen hast. Das hilft uns jetzt echt nicht weiter, Max. Du vergisst eine Kleinigkeit. Was? Nur das winzig kleine Mini-Detail, dass ich womöglich ein verfickter Werwolf bin, Laura. Nicht so laut. Also, was können wir denn tun, hm? Wir rennen zusammen in den Sonnenuntergang, bis ich mich in ein scheiß Monster verwandle und dich umbringe und fresse und dann latsche ich mit kleinen Speiseresten von dir zwischen den Zähnen allein weiter. Okay, stopp. Ein Schritt nach dem anderen. Also, wir wissen ja nicht mal, ob es wirklich so ist. Und das werden wir auch nicht, bis wir hier raus sind. Okay. Tja, scheint, als blieben uns nur zwei echte Optionen. Wir sind nett und ziehen ihn auf unsere Seite. Damit er uns gehen lässt? Oder wir greifen ihn uns und hauen dann von hier ab. Aber er hat doch eben noch gesagt, dass er eigentlich nicht derjenige sein will, der sie dann im Wald umbringt. Also, das führt doch dann dazu, oder? Aber gut. Aber was sagen, sagen wir, wir müssen fliehen? Ich würde die Gelegenheit mal kurz ergreifen, um ein paar Dinge zu sagen. Oh ja, gerne. Eigentlich sind wir jetzt in so gesehen, ich würde sagen, am Ende vom zweiten Drittel mit so einer Rückblende. Weißt du? Also wir bremsen die Geschichte gerade so ein bisschen aus. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, weil wenn man das Spiel gespielt hat, ich glaube, man hat da nicht mehr so viel Erinnerung unbedingt an das, was jetzt am Anfang gekommen ist. Absolut nicht. Und dann fand aber ich jetzt Tutorial genau tut, ja. Ne? Dann fand ich jetzt diesen Break, wo jetzt nochmal einmal erklärt wird, was passiert ist am Anfang. Ja. Eigentlich ganz smart erzählerisch so für ein Spiel jetzt gesehen. Auch toll, weil sie hier halt noch zwei Augen hat. Wir aber wissen, sie wird eins verlieren und genau. Man sich fragt, wie? Wie? Genau, also du hast eine gewisse Suspense, weil du dich halt fragst, was wird jetzt noch geschehen? Weil wir wissen, irgendwas wird geschehen. Mhm. Wir haben es jetzt halt per Vision gesehen und natürlich sitzt sie uns ja auch gegenüber in der Gegenwart, so gesehen. Ja. Und gleichzeitig jetzt muss ich sagen, dass mit dem Zeitraffer in diese Gefängniszellen rein, fand ich auch eine gute Idee. Der Shot, ne? Der war schön. Fand ich ne? eine schöne Idee. Ich habe auch drauf geachtet, was die die ganze Zeit genau, machen. Genau, er so, trainiert ja, genau, dann, das fand ich dann werden sie aber auch von ihm abgeführt, wahrscheinlich dann zum Duschen oder so. Also muss ich mal sagen, als Zeitraffer, als Möglichkeit irgendwie, sag ich mal, die Geschichte ein bisschen voranzutreiben, weil wir müssen ja dann auch eben beachten,
Er wird bei Vollmond zum Werwolf. Und sie das sind heißt, jetzt fast einen Monat da. Genau, wir müssen jetzt halt auf jeden Fall einen Monat überbrücken, ja. Bis er halt wieder zum Werwolf werden kann. Und das haben sie, finde ich, auch gut gemacht, weil sonst würde man im Kopf die ganze Zeit denken, aber die sind doch erst gestern dahin gekommen, weil man ja jetzt nicht einen Monat lang da wirklich abhängen kann. Mir fällt gerade eine Sache auf. Also der Cop nimmt beide gefangen und der eine hat diese Werwolf-Transformation. Da ist ja das Blut hergekommen, nehme ich jetzt mal an, oder? Und sie hat es nicht. Also warum wartet er dann noch einen Monat, um zu gucken, wer ist jetzt der Werwolf? Ich weiß ja nicht, ob das seine Intention ist. Ich habe es nicht ganz verstanden. Nee, ich glaube, ja, er weiß schon, dass er der Werwolf ist. Aber ja, genau, das hat er ja mitgekriegt. Genau. Und er weiß aber auch, dass wir kein Werwolf sind, denn sonst wären wir ja auch zum Werwolf geworden. Ja. Also den Plan vom Kopf verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Deswegen, aber ich könnte mir jetzt vorstellen, dass tatsächlich es irgendwie so kommen wird. Also das ist meine Vorahnung ist, er verwandelt sich, Max verwandelt sich jetzt in Werwolf. Es wird natürlich zum Konflikt kommen, weil es ist Max und sie ist sie, weißt du? Also, da hast du natürlich schon die Situation, okay, das könnte jetzt eskalieren in irgendwelche Richtung. Und vielleicht eskaliert es dann insofern so, dass sie aus dem Knast entkommen können und er der Werwolf ist, der erstmal die erste Jagd auf die Kids macht. Das kann natürlich total gut sein. Das habe ich noch gar nicht bedacht. Ich weiß auch wirklich nicht, was mit Max passiert. Ich weiß wirklich nicht. Okay. Ich habe keine genaue Ahnung. Ich weiß nur durch den Flashback und das davor, dass er ja nicht in ihrem Team ist, sozusagen. Er ist jetzt nicht dabei im Haus mit uns in der Zukunft. Genau, genau. Deswegen genau. Irgendwas wird ja passieren. Also ich finde es super spannend. Ich habe wirklich keine Ahnung, was mit Max passiert. Ich frage mich gerade auch, wie das jetzt weitergeht. Aber wir wissen, es wird ins Auge gehen. Ja. Das ist die eine Sache, der wir sicher. Wollen wir, also ich meine, unser Plan war ja jetzt eigentlich, also den Plan, den wir gefasst haben, mit zuvorkommend und entgegenkommen und so weiter, war ja eigentlich, lernen wir seine gute Seite kennen. Ja, ich würde fast dabei bleiben, weil wir haben schon eine gute Vorarbeit geleistet, dass dieser Weg entschieden wurde, war ja schon mal ein Zeichen. Seine gute Seite. Was dann? Brunch mit Piccolo jeden Sonntag, bis er seine Fehler einsieht und bereut? Ja, okay, manchmal echt gute Sprüche. Der Kerl hat keine gute Seite an sich. Die Hälfte der Zeit redet er nicht mal mit uns. Weiß nicht, vielleicht knacken wir ihn ja. Laura, ich glaube, er wartet nur ab, bis er einen Weg gefunden hat, uns loszuwerden. Dauerhaft. Aber wie? Der muss jetzt natürlich gut überzeugt werden. Aber Flucht, jetzt wieder zurück zur Flucht, fände ich auch nicht gut. Jetzt müssen wir es, finde ich, machen. Lass es uns versuchen. Ich glaube, wenn er uns töten wollte, wären wir schon tot. Ist nämlich ja. Worauf wartet er? Ist ja so. Wäre doch nicht so schwer, glaube ich. Auf Vollmond. Also wenn. Ja, vielleicht hat er kein Silber parat. Dann fliehen wir. Deal? Siehst du, guck mal. Das ist am Ende ja. Kann man immer fliehen. Deal. Stimmt doch, so gut. Weil, als ob fliehen so eine Entscheidung wäre. Ja gut, dann fliehen wir halt. Ja, wie? Okay, wie bringen wir den Kerl dazu, uns zu mögen, wenn er nicht mal mit uns redet? Ich weiß nicht. Er hat sicher einen Schwachpunkt, den wir ausnutzen können. Ist ja nicht so, als hätten wir sonst viel zu tun. Ja. Okay. Also ab jetzt noch krasser einschleimen als nur möglich überhaupt. Einfach. Ja. Gut, ich meine. Hey, hey! Megaman! Darf ich dich Megaman nennen? Er macht's nicht gut. Warum? Ja. Du nennst mich Officer Hackett. Hackett? So wie in Hackett's Quarry? Geschickt. Was geht's dich an? Ich bin nur neugierig, weil wir sie ja kaum kennen. Lassen wir es dabei, okay? Ach komm, Megaman, was soll der Stress? Da gibt's doch keinen Grund für. Ich weiß genau 7. Aha, 7? Fällt dir da gerade eine Verbindung ein? 7 Gründe? Ja. Na gut, wird sich ja eingeben, aber. Aber. Wirklich? Was denn jetzt? Also nachfragen, skeptisch? Ja. Aber worauf bezieht sich das wirklich? Auf die Gründe, warum er. Oder was? Warum? Ob er wirklich 7 Gründe hat. Oder nicht nur einen. Wir, aber wir waren. Scheiß-Werwolf. Okay, ich sehe es nur immer in dieser. Du hast ja nur zwei. Ne, das sind ja gegenpolige Entscheidungen. Und das eine ist, wir waren wirklich furchtbar, wie wir dich belästigt haben, wo du doch nur deinen Job machst, lieber Officer. Und das andere ist halt, nee. Also das meine ich, was wollen wir machen? Ja, wir wollen ja uns bei ihm einschleimen. Der Plan, deswegen, war ja, uns einzuschleimen. Ich wäre auch dafür. Das stimmt. Wir waren echt furchtbar. Und wir wollen es wieder gut machen. Ich glaub's ihr aber auch nicht. Ich glaub's ihr nicht. Oh. Ja, siehste.
Ich weiß, was hier läuft. Das klappt aber nicht. Ihr denkt, wir werden beste Freunde und ich lasse euch einfach hier rausspazieren. Auf keinen Fall. Arschloch! Max! Wir wissen, was hier los ist. Wir wissen, Max ist ein Werwolf. Oh! In ein paar Tagen... Mic drop! Was dann? Nein, Ma'am. Du weißt nicht mal die Hälfte. Na, aber schon mehr als am Anfang, würde ich sagen. Das war mal gut. Das finde ich gut, wenn die mal sagen, Sachen sagen. Aus. Fick dich! Zurück! Max, was ist da los? Lassen Sie ihn in Ruhe! Tag 28. Ja. Hierher. Weg von mir! Setz dich hin. Nicht zappeln. Du willst doch Tierärztin werden. Zeit fürs Praktikum. Ich will weg! Du wirst es nicht glauben, bis du es selbst gesehen hast. Sie könnten auch einfach fragen, Mann. Fuck. Geh nicht zu nah ran. T, melden. Wo genau bist du? Over. Mist. Ich mache hier nur fertig. Hilfe! Er hält uns auf der Polizeiwache gefangen! Hilfe! Bin unterwegs. Over. Das war echt dämlich. Ich fand's gut. Also sollte man mal riskieren, oder? Ja, also ich hätte es auch gemacht. Sie können mich nicht hier lassen! Doch, ich kann. Aber es kommt ja so oder so dazu, dass sie das Auge verlieren. Ja, stimmt. Das hat man ja vor dem Flashback schon gesehen. Ja, ja. Aber ich hätte es schön gefunden, wenn man diese Augengeschichte irgendwie selbst hätte bestimmen können. Und es ärgert mich auch jetzt. Wir haben einen anderen Weg gewählt, muss ich dazu sagen, beim letzten Mal. Da war sie überhaupt nicht so, dass sie das geglaubt hat mit dem Werwolf. Und er wollte es ihr bezeugen. Und ich dachte schon, dass es hier zu was anderem jetzt kommt, weil sie ja eigentlich das schon glaubt. Ja, sind wir jetzt mitfühlend oder klinisch? Auf jeden Fall mitfühlend, ey, oder? Der arme Kerl wird gerade einfach, die ganze Haut wird gleich mal wieder explodieren. Auch nochmal, ne? Da draußen an die Leute gerichtet, beziehungsweise über die Leute erzählt. Viele waren, oder ich habe einige Kommentare, viele ist immer so, ne? Aber ich habe einige Kommentare gelesen, die waren sehr erfreut darüber, dass wir versuchen, immer nicht so konfrontativ in dem Spiel zu spielen, wie es das Spiel eigentlich selbst dann irgendwann, sag ich mal, forciert. Weißt du? Also, dass wir halt das schon. Das Spiel will, dass was passiert, und genau, ganz ruhig. Ganz dass wir halt immer versuchen, den Konflikt irgendwie rauszuhalten, ja, sondern halt versuchen, wie vernünftige Menschen, ja, zu agieren. Weil wir aber Zeit haben, nachzudenken. Ja, genau. Das ist der einzige Grund. Wir haben die Zeit, nachzudenken. Ja. Und deswegen, aber das wurde begrüßt. Ja, und das freut mich, dass das begrüßt worden ist, weil wir haben ja schon so oft gesehen, wie es eigentlich nicht ist. Ja, und es ist natürlich der erste Impuls, es immer zu sagen, fick dich oder so. Keine Sorge, Max. Aber das ist halt nicht das Smarteste, ja, langfristig. Ja, genau. Geht's dir gut? Ich weiß nicht. Ich fühle mich nicht so gut. Was brauchst du? Wie kann ich helfen? Mir ist heiß. Dir auch? Ich sitze neben diesem Rohr fest. Kalt wird mir so nicht. Bleib besser weg, okay? Du solltest nicht so nah sein. Dagegen kann ich im Moment nicht viel tun. Max? Max? Sag mir, was los ist! Der macht diese Dehnübung von Gino. So sieht man dann auch aus, ne, wenn du die machst. So, Freunde, jetzt will ich mal was sehen. Ah! Na, da hast du nie mit gerechnet, ne?
Alter! Oh. Ja, aber weil du auch doof bist. Du sollst doch nicht so nah rangehen. Oh, er hat aber auch die Dings durchgehauen. Wie hat er das geschafft? Naja, er hat quasi auch das Metall durchgehauen. Mit seiner Kralle. Alter. Ja, das wäre doch jetzt. Das ist jetzt die Transformation zur Werwolf-Killerin. Ja. Oh, hat sich jetzt das Auge rausgepult? Nein, die hat das nur verbunden, oder? Okay. Also auf jeden Fall ganz schön der Badass-Moment. Leb wohl, Tiefenwahrnehmung. Oh, jetzt. Hoffentlich war es das ein weniger dominante Auge. Das war doch jetzt ein guter Schluss. Auf jeden Fall. Das ist eine meiner absoluten Urängste, so irgendwie ein Auge zu verlieren, so einfach in so einem Freak-Accident. Also nicht mit einem Werwolf, aber in dem Fall wäre das. Mich ärgert es so sehr, dass der in beiden Varianten, wirklich, egal wie man mit ihm umgeht, einen immer zu nah an die Zelle bindet. Das macht mich wahnsinnig. Aber das geht ja nur so, weil sie hat von Anfang an. Also ihr wart unfreundlich und. Wir waren so, ganz anders. Ja? Es war komplett was anderes. Also es war wirklich, alles war anders. Auch wir und waren trotzdem, auch Max gegenüber einfach nur arschig. Okay, und trotzdem war das Endresultat, man das hängt an der, sag ich mal, Heizung fest und ja. Oder war das doch irgendwie. Nee, das war nicht auf einen anderen Weg oder so, sondern das war genau. Die Szene war genau identisch, okay. Ne? Aber nur die. Und ich hatte halt gehofft, aber ich ärgere mich auch einfach über sie. Er hat sie extra noch. Aber warum macht er so was Dummes, ne? Die hätte da ja auch verbluten können, er hätte ja auch den Arm abreißen können oder so. Und dann kommst du in deine Polizeiwache und dann blutet dir da jemand aus, das ist doch für ihn auch nur ein Problem. Oder? Irgendwie. Also ich frage mich, was er sich dabei gedacht hat. Aber ist geil, er fetzt quasi die Haut einmal von sich. Ja, das ist geil, ne? Das ist schon ganz geil. Aber du fragst automatisch, okay, also hat er, das haben wir da auch besprochen, wie so ein Petspender, einfach quasi immer wieder normale Haut, Werwolfshaut, normale Haut, Werwolfshaut, wird die quasi da drunter gebaut und dann ist er wieder irgendwie, oder schrumpelt die Werwolfhaut dann zusammen, wird zur normalen Haut und dann explodiert sie. Was ist genau passiert da? Er bildet sich zurück. Ja, aber das ist doch alles, hast du mal, das müsste doch eigentlich komplett einmal Schorf sein. Mal abgesehen davon. Ja, oder so in so Blitzhaarausfall. Weißt ach. Du? Also, genau. Also, dass er morgens, wenn die Sonne aufgeht, also der Werwolf, die Werwolf-Phase ist vorbei, dann macht Bing! Und, ja, ja. Und alles ist weg und dann schrumpft er wieder so ein bisschen runter. Das ist aber, finde ich, eine gute Idee, dass man sagt, Werwolf ist eigentlich nur Haare. Weißt du, die einfach ja, nur Stelle vor, du bist Zähne. Einfach nur plüschig. Ja, Haare und Zähne. Aber ich fände die Idee schön, dass einfach nur die Haare so plüschig werden und dann wieder weggehen. Das würde ich noch akzeptieren und glauben. Also, die Logik hinter dieser Werwolf-Explosionsgeschichte, ganz wie die kannst du mir nicht erklären. Die ist einfach nur mega dumm. Nö, aber ich muss sagen, wir haben schon viele Werwölfe auf die gleiche Art und Weise transformieren sehen. Genau, dann knack, knacken. Kommt alles raus und ja. So weiter. Und da muss ich sagen, finde ich jetzt so eine schnelle Variante. Auch mal okay. Auf jeden Fall. Ja. Aber nur mal so, er hat ja Videos in den Zellen. Er hätte ja auch einfach das Video zeigen können aus dem ersten Tag, wo sie da waren, wo er explodiert. Also es hätte nicht zu diesem Augenverlust kommen müssen. Gut, das ist dem Bullen ja egal. Der war ja jetzt eh angepisst. Ja, aber ich dachte beim ersten Weg, den wir eingeschlagen haben, dass er uns da so nah dran gebunden hat, auch weil wir so auf den Sack gegangen sind. Aber nee, es ist einfach, du kannst dem nicht entkommen. Man sieht übrigens ihr Auge hier durch den Verband durch, was mich jedes Mal total irritiert. Tja. Kann man das einmal kurz zeigen? Jetzt gerade? Kann man einmal noch ingame? Ich habe das Gefühl, man sieht das Auge da. Ja, ich finde auch. Oder? Aber vielleicht ist es auch nur unser Hirn, das uns die Illusion vorgaukelt. Wir wollen es. Aber ich glaube, können wir mal zur Abstimmung geben. Seht ihr dieses Auge auch? Das ist eine gute Frage. Und wäre es vielleicht auch noch eine Option gewesen, wenn sie ihm einen Blowjob angeboten hätte, um aus der Zelle zu kommen? Da hätte sie die Waffen einer Frau tatsächlich mal nur, oder er hätte es auch mal versuchen können. Man weiß ja nicht, wo der Sheriff so sein Most holt. Ich meine, wir sind hier in einem Horrorfilm und eine Sexualisierung ist immer auch noch Mittel zum Zweck, teilweise. Aber ich bin froh, dass sie es nicht gemacht haben, weil das wieder irgendwie so ein Thema wäre, Gaming oder sowas. Aber also ich glaube, ich als Kerl hätte das gesagt, vielleicht Blasen oder so. Ich hätte es wirklich versucht, ich hätte alles gemacht irgendwann. Ich meine, es ist ein Monat. Er ist allein auf seiner Wache, Tag für Tag, hat keine Kollegen. Mit abgebissenem Schwanz kannst du einen auch nicht mehr in die Zelle stecken. Und es wäre eine Option gewesen, ne?
wäre eine Option. Ja, ja, ich meine, wenn du einmal so nah ran bist, zack, beiße zu. Ach so, das mal mit dem Zug. Ja. Auch mit so einem QTE oder so, ja. So, wo du ganz schnell drücken musst. Zum Beispiel. Also, es wäre noch eine Möglichkeit oder Option der Flucht gewesen. Also, vielleicht, wenn ihr mal, wenn euer Spiel nicht sexualisiert genug ist, dann kommen sie doch zu Daniel Schröcker und Simon Kretschmer. Ich weiß, das klingt jetzt wieder wie der typische Coupé-Redakteur, ja? Ich naja, will es auch gar nicht abstreiten. Nein, aber in so einer Situation, im Film. Also, wir haben es gerade letztens in einem Film gehabt namens Fresh. Oh, den kenne ich noch nicht. Ja, mit dem Winter Soldier, mit Sebastian Stan. Ah. Der da halt, der da mitspielt. Und noch eine junge Dame namens irgendwas mit Daisy. Ich weiß den Namen nicht mehr komplett genau. Aber er hält sie dann scheinbar gefangen, ne? Würde ich jetzt aufgrund der Vorgeschichte. Okay, sag nichts. Ich sag nichts. Ist er gut? Es ist okay. Ist okay. Ich mochte den, aber es gibt auch viele, die mögen den nicht so. Okay. Ja. So, gut. Aber ich hoffe, ihr mögt beim nächsten Mal wieder einschalten. Bitte. Bitte. Tschüss.